Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin André, zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater. Und heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, und zwar warum Bestrafung im Hundetraining nicht funktioniert und warum Belohnungen der Schlüssel zum Erfolg sind. Wusstest du, dass Hunde viel besser und schneller lernen, wenn sie für gutes Verhalten belohnt werden, anstatt für schlechtes Verhalten bestraft werden? Lasst uns über eine wegweisende Studie sprechen, die von B.F. Skinner durchgeführt wurde. Skinner war ein berühmter Verhaltenspsychologe, der gezeigt hat, dass Tiere, die für gutes Verhalten belohnt werden, viel effektiver lernen als diejenigen, die für schlechtes Verhalten bestraft werden. In seiner Forschung mit Tauben und anderen Tieren entdeckte Skinner, dass positive Verstärkung, also das Belohnen von erwünschtem Verhalten, zu einer schnelleren und nachhaltigeren Verhaltensveränderung führt. Das gilt übrigens nicht nur für Tiere, sondern auch für uns Menschen. Also, wie können wir das im Hundetraining anwenden? Wenn dein Hund etwas richtig macht, belohnst du ihn sofort mit deiner motivierenden Aufmerksamkeit, einem Leckerli, Streicheleinheiten oder einem Spiel. Das motiviert ihn, dieses Verhalten zu wiederholen. Im Gegensatz dazu kann Bestrafung zu Angst, Stress und Misstrauen führen. Dein Hund versteht möglicherweise nicht, warum er bestraft wird, und das kann eure Beziehung schädigen. Es ist also viel effektiver, gutes Verhalten zu belohnen, um langfristig positive, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Hier sind einige praktische Tipps für dich. Erstens, Timing ist alles. Belohne deinen Hund sofort, wenn er das gewünschte Verhalten zeigt. Zweitens, Vielfalt der Belohnungen. Verwende verschiedene Belohnungen, um deinen Hund zu motivieren. Drittens, Geduld und Ausdauer. Bleib geduldig am Ball, es braucht Zeit, bis dein Hund neue Verhaltensweisen lernt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Hund effektiv trainierst, besuch gerne meine Online-Hundeschule unter www.deine-hundeschule.com. Dort findest du ausführliche Kurse und Tipps, um das Beste aus deinem Hund herauszuholen. Jetzt noch die versprochenen drei effektiven Lösungen für die drei häufigsten Probleme mit Hund. Es sind klassische Situationen, wo Hunde häufig bestraft werden, und ich zeige dir jetzt, wie du es besser machen kannst. Die erste Situation: Dein Hund springt dich oder andere Menschen an. Häufig werden Hunde dafür bestraft, was aber in der Regel nicht das Verhalten nachhaltig korrigiert. Wie du es besser machen kannst: Schenk deinem Hund die Aufmerksamkeit, die er in diesen Momenten haben möchte, wenn er alle vier Pfoten auf dem Boden hat. So lernt er schnell, unten zu bleiben. Die zweite Situation: Dein Hund kommt nicht, wenn du ihn rufst. Auch hier werden Hunde häufig bestraft, wenn sie dann irgendwann zurückkommen oder eingefangen werden. Da lernt der Hund absolut nichts, weil er das Fehlverhalten nicht mit der Korrektur verknüpfen kann. Bei dieser Herangehensweise wird der Abruf zunehmend unzuverlässiger und das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Hund wird stark geschädigt. Wie du es besser machen kannst: Belohne deinen Hund grundsätzlich, wenn er zu dir zurückkommt, egal was er vorher gemacht hat. Ob er einen Hasenempfang trägt oder 3 Stunden weg war. Wenn er zu dir zurückkommt, ist er immer fein und wird belohnt. Das ist die einzig richtige Herangehensweise in dieser Situation, um deinen Abruf langfristig zu optimieren. Die dritte Situation: Dein Hund reagiert an der Leine stark auf andere Hunde, egal ob freundlich oder pöbelnd. Auch in diesen Situationen werden Hunde häufig bestraft. Die Hunde stehen in diesen Situationen stark unter Stress und eine Korrektur in Form von Strafe wirkt in der Regel gleich null. Wie du es besser machen kannst: Bau dir Alternativverhalten auf, welches du in den Situationen belohnen kannst. Übe beispielsweise ausgiebig das Sitz unter leichter Ablenkung und beginne es dann in ausreichender Entfernung zum Auslöser zu stabilisieren. Belohne deinen Hund intensiv, wenn er sitzen bleibt, obwohl er den Reiz wahrnimmt. So baust du Spannung an der Leine effektiv ab. Danke, dass du bisher zugeschaut hast, und denk immer daran, dass positive Verstärkung der Schlüssel zum Erfolg ist. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own.